Ja Leute, willkommen zu einem erneuten Video. Heute zeige ich euch drei Top-Schwachstellen am 500er Motor vom Mercedes. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß beim Video. Kommentiert das, like das, teilt das, unterstützt mich dabei und viel Spaß. Hier sieht man den Motor. Die genaue Modellbezeichnung ist die M113 E50 von Mercedes. Meistens sind das immer Dichtungen, die spuröde werden und brechen an drei Stellen. Das zeige ich euch jetzt gleich. Für den Fall nehmen wir jetzt erstmal die Verdeckung ab. Hier haben wir jetzt die Motorabdeckung abgenommen und gehen wir gleich an die Stelle Nummer 1. Hier oben an der Decke vom Ventildeckel, genau, da sieht man schon, wie ölig das ist. Wie gesagt, die Abdichtung hält nicht mehr richtig. Es gibt auch keine Dichtsätze dafür. Man muss immer quasi dieses Abdichtsilikon verwenden. Ich habe überall im Internet gesucht, da gibt es keine Dichtung. Ja, und das müssen wir quasi abdichten, abbauen. Ja, der Ölverlust ist immens hoch. Gehen wir auf die andere Seite. Hier genau dasselbe. Also hier sieht man es. Komplett ölfeucht. Genau an dieser Stelle. Wenn wir hier rüber gehen, hier auch. Genau. Und ja, da läuft extrem viel Öl raus. Und das muss neu abgedichtet werden. Hier auf der Seite auch nochmal. Das ist die Schwachstelle Nummer 1. Wir gehen jetzt zur zweiten Stelle. Schwachstelle Nummer 2 ist die Zylinderkopfhaube, Dichtung, die gewechselt werden muss. Die befindet sich hier weit unten. Hier sieht man das. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzugehen. Da sifft das auch. Ist auch ein typisches Problem bei diesen Motoren. Und die muss auch komplett abgenommen werden, der komplette Strang abgenommen werden und auch gewechselt werden. Hier drüben geht es eigentlich. Da ist die Dichtung noch relativ stabil. Da gibt es auch keine feuchten Stellen. Hier eventuell ein bisschen. Wir müssen sehen, wie es dann unten drunter aussieht. Genau, und das ist die Schwachstelle Nummer 2, die gewechselt werden muss. Die Dichtung habe ich schon bestellt. Ja, dann muss ich die tauschen werden. Wir gehen jetzt zur dritten Schwachstelle. Schwachstelle Nummer 3 befindet sich hier am, wo der Ölfilter sitzt, neben dem Ölkühler. Da die Dichtung, also hier dazwischen. Und hier unten, ich gehe mal rein, das zu erwischen. Hier seht ihr das, wie feucht das hier unten ist. Läuft alles runter bis zum kein Rippenriemen und der verteilt das natürlich komplett schön im ganzen Motorraum. Das ist die dritte Schwachstelle, das muss auch unbedingt gewechselt werden. Die Dichtung habe ich auch schon hier liegen und das zeige ich euch wirklich Schritt für Schritt alles, wie man die Dichtung komplett austauscht. Und genau, so, weit war es dazu gewesen. Ich zeige euch nochmal, wie das hier unten aussieht. Ja, hier sieht man das. Also läuft komplett runter vom Ölkühler runter. Ja, so, zeige ich euch von der anderen Seite. Ja, also bei mir ist es am dritten Punkt am schlimmsten, am Ölkühler. Da läuft das genau runter und verteilt sich das, wie gesagt, hier unten komplett ölfeucht. Und das wollen wir beheben. Hier sieht es so recht katastrophal aus. Ja, Dichtung habe ich auch da, wie gesagt. Und da werde ich diese drei, ja, ne, insgesamt sind es mehrere Dichtungen, aber jede Dichtung muss da jetzt gewechselt werden. Und ich werde erstmal nicht weiterfahren, weil ich muss irgendwie ständig Öl nachkippen und ist einfach nicht mehr machbar. Und genau deswegen ist das quasi jetzt Prio 1, dass ich jetzt tausche an den Sachen. Und da habt ihr erstmal einen Überblick, welche Videos jetzt noch auf euch zukommen.
Das ist die Prio 1. Das muss gemacht werden. Genau, jetzt gleich im Auto sehen wir uns gleich wieder. Ja. Ja, Leute, das waren die drei Schwachstellen, wie es aktuell aussieht. Jetzt wisst ihr, was auf euch zukommt, welche Videos auf euch zukommen. Ich werde euch die Schritt-für-Schritt-Anleitung machen zum jeweiligen Richtung. Ihr könnt es auch verfolgen. Wie gesagt, unten hier zeige ich euch meinen Instagram-Namen. Könnt ihr gerne auch folgen und da bleibt auch auf dem aktuellsten Stand, ehe dann die Videos kommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert meinen Kanal, teilt es, liked es. Wie gesagt, gebt mir Feedback und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.